Du brauchst mindestens 100.000 im Jahr Cash, sonst brauchst du gar nicht anfangen mit dir zu reden. Du musst super gut aussehen, mindestens wie Brad Pitt und George Clooney zusammen. So dreimal die Woche auf jeden Fall ins Fitnessstudio und ganz penibel auf die Ernährung achten. So mindestens 1,80 groß sein, sonst kannst du dich direkt damit abfinden, irgendeine Frau kennenzulernen. Weil dann bist du nicht unter den Top 10%. Also kümmere dich mehr um deine Palmwedel-Technik oder warte auf den nächsten Prime Day, um einen anständigen Bunga-Roboter zu bekommen. Ja, das alles ist natürlich Hardcore-Bullshit und meine Kommentarspalte wird halt mit diesem Aussehen und mit diesem Geldthema wirklich so dünnschissartig tapeziert und ich kann es halt einfach nicht mehr hören und deswegen möchte ich mich bei euch entschuldigen. Ich habe in letzter Zeit wirklich sehr viele Videos zum Thema Aussehen und Geld gemacht, hauptsächlich auch zum Thema Aussehen und da kann es natürlich auch sein, dass ich sehr stark den Eindruck erweckt habe, dass Aussehen alles ist, beziehungsweise Geld halt auch alles ist. Und das ist halt einfach überhaupt gar nicht der Fall. Aussehen und Geld ist im Prinzip egal, wenn du dieses Prinzip verstanden hast, das ich dir heute in diesem Video erklären will. Denn mit Aussehen und Geld allein wirst du gar nichts reißen. Und auch ich hatte nicht meinen Durchbruch mit Lookmaxing und mit Hardcore-Grinding, sondern mit etwas anderem. Und das möchte ich dir in diesem Video erklären, deswegen dranbleiben. Let's go! Ja, also grundsätzlich ist es ja kein Geheimnis, dass stinkreiche Typen oft mit extrem hotten Chicks abhängen. Ist ja klar. Ja, so siehe Berlusconi, Trump, Hugh Hefner, Dan Bissarian, Andrew Tate und so weiter und so fort. Aber wir sehen natürlich auch, dass das Thema Aussehen extrem hochgefahren wird und gehypt wird und das halt auch oft dann als das einzig wahre Thema im Prinzip angesehen wird, warum Frauen auf Typen abfahren. Ja, dann kommt natürlich hier Brad Pitt, George Clooney oder irgendwelche andere Hollywood-Stars, die man halt so kennt. Und ja, wenn du dann halt online-mäßig unterwegs bist und den ganzen Chicks schreibst und die ganze Zeit von irgendwelchen völlig hässlichen, widerlichen Orks dann auch noch weggeghostet wirst und die ganze Zeit ignoriert wirst, ja, dann ist das natürlich kacke für dich. Und so kacke war es aber auch für mich, also alles cool. Ja, man denkt sich natürlich schon, hey, fuck, irgendwas läuft hier schief. Und dann stehst du halt da wie so ein Ochs vorm Berg und denkst dir halt so, okay, Aussehen, Durchschnitt, Einkommen, Durchschnitt, so. Und wie komme ich jetzt an die Chicks? Und dann gibt es eben diese Fraktion, Black Pillar, Frustrierten, die dann sagen, ja, das alles packe ich sowieso nicht. Ich soll ansprechen, Geld verdienen, mein Aussehen verbessern, aber das ist ja auch genetisch. Also kriege ich das alles gar nicht hin. Dann bleibe ich lieber, wie ich bin und mal Stimmung gegen Frauen, weil sie so ungerecht sind und weil die ja nur die 10% wollen. Sehe ich noch den ganzen feministischen Zeitgeist und ja, ich kotze auch gern über diesen feministischen Zeitgeist ab, weil er halt auch scheiße ist. Das muss man halt so sagen. Aber das ist nicht das Hauptthema heute. Für viele Jungs kommt es halt unfassbar gelegen, diese ganze Themen vorzuschieben und das Ganze als Entschuldigung zu nutzen. Und oftmals läuft es halt auch sehr unterbewusst ab, dass man da gar nicht großartig drüber nachdenkt, sondern dass man halt diese ganze Baustellen sieht und sich halt denkt, eigentlich habe ich gar keinen Bock auf das ganze Thema. Weil ich will eigentlich nur eine hübsche Frau und nicht die Weltherrschaft an mich reißen müssen. 1000 Baustellen schließen und ackern wie so ein Irrer. Was man aber wirklich sieht, ist, dass diese ganzen Jungs, die das Thema Aussehen und Geld immer wieder hochhalten und sagen, ja, es gibt Pickup nicht, du kannst verändern, was du willst, ja, wenn das Aussehen nicht passt, wenn das Geld nicht passt, dann bist du verloren, ja. Das sieht man halt auch in den Kommentaren, dass die wirklich um ihren Arsch schreiben und da kommt dann wirklich Texte raus, ja, da ist die Bibel wirklich ein ganz kleines Heftchen. Ja, die schreiben sich buchstäblich die Finger wund, muss man sagen. Um sich nicht eingestehen zu müssen, dass sie vielleicht gar nicht so viel verändern müssen, beziehungsweise dass die Veränderung gar nicht so krass dramatisch ist, um an Frauen ranzukommen. Dass es in ihrer eigenen Hand und Verantwortung liegt und nicht in der Verantwortung von anderen, dass sie was aktiv dran ändern können und es gar nicht so dramatisch ist. Dass aber das System funktioniert,
das zeigen ja eigentlich alle meiner Kunden. Da kann man auch gerne mal in Google gucken und einfach mal die Bewertungen durchlesen. Aber dann kommen wir auch schon zu der alles entscheidenden Frage. Warum ist Aussehen und warum ist Geld im Prinzip egal? Und warum ist Status eigentlich das Einzige, was wirklich zählt? Ja, kommen wir auch schon zur ersten Folie. Ja, weil viele glauben nämlich, dass Aussehen und Status und Geld im Prinzip so drei Dinge sind, die irgendwie so gleich auf sind und alle irgendwie so gleich zählen. Das ist aber halt überhaupt gar nicht der Fall. Warum? Weiß ich nicht. Oh mein Gott, der fragt dich rum. Warum? Lasst uns mal als allererstes zum Thema Aussehen schauen. Wenn du jetzt mega geil aussiehst, ja, so du bist jetzt der Klon so aus George Clooney, Brad Pitt, Johnny Depp, keine Ahnung, und den ganzen neumodischen Schauspielern, deren Namen ich alle gerne mehr kenne. Du aber keinen geraden Satz rausbekommst. Ja, so weil du einfach ein IQ von so einer Scheißhausfliege hast, naja, dann bringt dir halt dein Aussehen auch einfach gar nichts. Und ich muss auch da einfach auch meine eigene Erfahrung mal mit euch teilen, weil ich habe ja selber auch im Prinzip schon angefangen, mein Aussehen irgendwie zu verbessern, soweit es halt auch möglich ist, weil jetzt irgendwelche Schönheits-OPs oder was weiß ich oder irgendwelche Chirurgen in der Fresse rumschneiden lassen wollte ich mir auch nicht, das ist ganz klar, aber das, was ich halt machen konnte, das habe ich halt versucht zu machen. Also halt im Prinzip mich beraten lassen bezüglich anderer Klamotten, Friseure und Barber getestet. Ja, viele Mädels auch gefragt, teilweise auch mal eine Visagistin und so weiter. Aber mein Erfolg war halt einfach genauso beschissen wie davor. Weil einfach nur an deinem Aussehen zu arbeiten, bringt halt nichts. Ja, klar kann man jetzt noch das Argument bringen, ja, hättest halt mal, was weiß ich, die Haartransplantation, die Nasenkorrektur und was weiß ich was gemacht, aber ich habe schon wirklich sehr viel an mir machen lassen. Zum Beispiel auch ein Bleaching oder dass ich Kontaktlinsen verwendet habe und so weiter und so fort. Also ich hatte schon viele, viele Sachen, die ich an meinem Aussehen verändert habe. Aber wirklich nur dadurch hatte ich halt einfach auch wirklich gar keinen deutlichen Mehrerfolg bei Frauen. Und die Bestätigung, dass halt wirklich das Aussehen nicht alles ist, das kriege ich halt auch ganz, ganz häufig, wenn sehr gut aussehende Typen in mein Coaching kommen. Die sind dann auch bereit, da rein zu investieren. Und man sitzt dann da und denkt sich, krass, also der sieht wirklich gut aus. Und man würde überhaupt nicht denken, dass der echt Probleme hat mit Frauen. Und es kommt relativ häufig vor. Also kann man es eigentlich ausschließen, dass Aussehen wirklich ein signifikanter Hebel ist, dass wenn man einfach nur das Aussehen korrigiert, dass dann alles wie von alleine läuft. Dann kommen wir zum Thema 2, also Geld. Ich habe ja Wirtschaftsinformatik studiert, zum dualen Studium. Das heißt, ich habe eigentlich, seit ich 15 bin, angefangen habe, irgendwie Blättle. Ha! Zeitungen auszutragen, das darf man ja nicht sagen, wenn er wieder Schwabe hier, schweren sich die Leute wieder, versteh dich nicht. Habe ich eigentlich schon seit ich 15 bin angefangen, Geld zu verdienen. Das heißt, ich hatte die Kohle und so ganz schwäbisch traditionell habe ich das natürlich alles auf mein Sparbuch gepackt. Und das hat natürlich mir auch überhaupt gar keine Frau gebracht. Natürlich kann man jetzt argumentieren, naja, da warst du halt vielleicht dann 15, 17, vielleicht 20. Ja, da gucken die Frauen ja viel mehr dann aufs Aussehen als aufs Geld. Ja, kann schon sein. Aber selbst wenn ich jetzt 30 gewesen wäre und die Frau in ihrer absoluten ich möchte jetzt Kinder und Versorgung haben Zeit, selbst dann würde die Frau ja nicht meinen Kontostand sehen, weil der ja nicht auf meiner Stirn tätowiert ist. Vielleicht ist das der Fehler. Vielleicht sollte ich den Leuten erklären, sie sollen ihren Kontostand auf die Stirn tätowieren. Nein, natürlich nicht, weil es macht überhaupt gar keinen Sinn. Wenn man jetzt mal guckt, in meinem Heimatdorf, ja, so kleines schwäbisches Dörfchen, das sind die dicken Fische, die richtig Cash haben, halt einfach die Bauern, die durch die Gegend fahren mit ihrem Trecker nach Kuh stinken und oftmals der einzige Frauenkontakt irgendwie die Gabi nach einem Kreisligaspiel im Vereinsheim ist, ja, diese bedient. Und die haben trotzdem keinen Erfolg bei Frauen, obwohl sie wirklich Geld haben wie Kuhmist, also wie Dreck. Und trotzdem sind die aber nicht so erfolgreich. Also man kann hier halt auch sagen, dass Geld nicht alles ist. Ich habe gemerkt, dass es sich aber verändert, wenn man Geld eben in ein Statussymbol tauscht. Ja, ich habe dann mit
18 oder ich glaube es war 19, bin mir gar nicht mehr 100% sicher, mir dann so ein Z4 gekauft. Richtig schönes Auto, BMW, ja, habe ich mir dann geholt, war auch gar kein Stress. Und als ich dann den Z4 hatte, dann ist es auch wieder ein bisschen anders geworden. Ja, weil ich habe eben Aufmerksamkeit und Zeit bekommen von Frauen. Natürlich nur, wenn sie den Z4 gesehen haben. Aber auch da konnte ich das Ganze noch nicht wirklich umsetzen. Ich hatte ein besseres Aussehen, ich hatte im Prinzip Statussymbole in Bezug auf mein Auto und ich habe von Frauen mehr Zeit, mehr Aufmerksamkeit bekommen, aber das hat mir halt auch nicht mehr gebracht. Und das war genau der entscheidende Punkt. Status. Das ist nämlich der alles entscheidende Faktor. Jeder Mensch hat Status. Und entweder ist der Status eben hoch oder der Status ist eben tief. Im Freundeskreis A habe ich hohen Status, im Freundeskreis B habe ich zum Beispiel keinen oder wenig Status. Und in meinem alten Freundeskreis war mein Status halt eher mittelgut. Damit meine ich, der war scheiße. Und da geht es ja gar nicht so darum, wie der wahrgenommene Status von dir selber ist, also was du von dir selber denkst, sondern ich bin fest davon überzeugt, dass der alles entscheidende Status der ist, der im Kopf der Frau von dir herrscht. Wenn die Frau glaubt, du hast den absolut krassesten Status, so nördlich vom Äquator, dann wird die Frau dich hot finden. Und die Indizien sind eben Statussymbole und gutes Aussehen. Die helfen dir dabei, dass Frauen diesen Status von dir in ihrem Kopf festigen. Aber wenn du jetzt einen hohen Status hast, in Wirklichkeit, aber im Kopf der Frau der Status gar nicht da ist, weil du halt nicht mit ihr in der Lage bist, drei gerade Sätze zu reden, oder ihr komplett übertrieben versuchst, deinen Kontostand so unterzujubeln, also hi, ich bin cool und ich bin reich, also mit solchen Sätzen zum Beispiel, dann wirkt es extrem needy, extrem aufgedrängt und extrem peinlich. Und selbst wenn es stimmt, dass dein Kontostand mega hoch ist, wird die Frau dich auslachen. Und da sind wir doch am entscheidenden Punkt. Aussehen, Geld alleine verschafft dir bei Frauen nichts. Nur Zeit und Aufmerksamkeit, dass du in der Lage bist, mit ihnen zu quatschen und dass du sie von deinem wahren Status überzeugen kannst. Und am Ende ist aber Status das alles entscheidende Kriterium. So, da gucken wir mal hier auf die Folien, die ich noch vorbereitet habe. Aussehen und Geld geben dir die Chance, bei einer Frau auf dem Radar zu erscheinen, sodass sie dich wahrnimmt und dass sie eben dir die Chance gibt, dass du sie überzeugen kannst von deinem Status. Es gibt aber mehr als nur Aussehen und Geld, um den Status zu beeinflussen. Ja, und das habe ich mal hier dargestellt in der Folie. Ja, da möchte ich jetzt einfach mal zwei Punkte rausnehmen, die zum Beispiel sehr positiv auf deinen Status ebenfalls wirken können. Ja, das Thema Social Proof zum Beispiel. Als ich in meiner sehr aktiven Zeit durch den Club gegangen bin, da war es halt klar, irgendwie jeder kannte mich mit Vornamen, ja, so jeder Barkeeper irgendwie hat mich begrüßt. So, ich laufe so an der Bar vorbei, zack, direkt einen Shot hingestellt. Also wirklich ohne zu reden. So, ich glaube, das Krasseste war Silvester. Ich kann aber leider das Jahr nicht mehr sagen. Da war wirklich, es hat halt gepisst und die Schlange war locker 20 Meter, ja. Und wir hatten halt alle VIP-Karten, ja, und wir sind halt einfach an dieser 20 Meter Schlange vorbeigelaufen. Es hat gepisst, die waren alle nass, die haben gekotzt, wir sind vorbeigelaufen, da gab es dann so vereinzelt so die Stimmen, so diese neidischen Stimmen, das war total geil. Oh, warum laufen die jetzt hier vorbei? Oh, was sind das denn für Assis? Ja, die glauben doch nicht, dass die da vorne reinkommen. Und da möchte ich nochmal Schweini zitieren. Es ist geil, in Bayern ein Tor zu schießen, wenn dich alle bejubeln. Aber es ist auch ein Ticken geiler, in Dortmund ein Tor zu schießen, wenn sie sich alle hardcore hassen. Oder keine Ahnung, Schalke, ich bin kein Fußballfan. Es war geil und es hat Spaß gemacht. Vor allem, als wir dann vorne am Türsteher waren, der uns alle mit Handschlag begrüßt hat und uns einfach reingewunken hat. Das ist die Macht und die Magie von Social Proof. Sowas macht Eindruck. Und wenn Frauen sowas sehen, ja, schon wenn sie am Anfang im Club in der Schlange stehen, ja, dann werden die dich nicht ablehnen, wenn du mit denen im Club dann anfängst zu quatschen. Dann werden sie feucht. Versteht ihr? Und natürlich ist es wichtig, auch mit allen Leuten zu reden und einfach ein gewisses Netzwerk aufzubauen und das auch normal zu machen.
selbst wenn sie kleine dreckige Pisser sind. Na, ja, da müsst ihr euch halt ein bisschen überwinden. Einfach nett sein, ja? Ihr könnt es. Tschakka. Oder ein anderes Thema ist zum Beispiel die Preselection. Natürlich muss da auch schon wieder der Social Proof ein bisschen da sein, weil natürlich viele Frauen unterbewusst denken, ja, hat der Typ was auf dem Kasten? Wenn ihr zum Beispiel einen ganz niedrigen Status habt, dann werdet ihr natürlich auch so gut wie keine Preselection haben. Das wird dann schwierig, weil Preselection heißt ja quasi, dass Frauen euch erstmal positiv votiert haben. Also ihr habt so den Gütestempel bekommen von einer Alten, also finden euch andere auch gut. Ja, das ist halt echt ein Fakt. Aber wenn ihr halt keinen Status habt, dann wird es halt mega schwierig, irgendwie irgendwas Preselection-mäßiges zu konstruieren. Das heißt, da könnt ihr einfach eure Schwester nehmen, wenn die heiß ist, oder eure heiße Cousine oder sonst irgendjemand und dann in Club mit der gehen, ja, und wenn andere hübsche Frauen sehen, dass ihr mit einer hübschen Frau gut klarkommt und da unterwegs seid, dann wird sie euch automatisch attraktiver empfinden und ganz automatisch euch einen höheren Status zuweisen. Bei mir war das zum Beispiel auch so, hatte eine sehr attraktive Cousine. Sowohl alle Typen als auch alle Mädels waren sofort so etwas eingeschüchtert, beziehungsweise erstmal so, okay, krass, was ist das denn für ein Brett? Ja, und das hat mir dann natürlich auch viele Gruppen erstmal eröffnet, also dass ich halt in viele Gruppen reingekommen bin, wo ich davor nicht reingekommen wäre. Also zum Beispiel jetzt hier so Gogos halt, ja. So in vielen Clubs werden halt ganz häufig so Gogos gebucht, die dann da irgendwo an der Stange tanzen und so weiter. Total sexistisch, ja, ich weiß. Das ist auch ganz schlimm. Aber ja, nee, also so läuft es halt ab. Und wenn man dann mit so hübschen Gogos zum Beispiel total gut klarkommt und mit denen halt easy am Shakern ist und so, die dann vielleicht auch ein bisschen so, wenn die dann lachen, so ein bisschen an dich ranhängen, so, dann, das zieht schon, ja. Also wenn andere Mädels das sehen, so, das zieht schon gewaltig. Oder die hübsche Frau an der Kasse, das kommt dann. Aber da musst du halt üben und dann einfach auch mit den Mädels quatschen. Und dann darf man auch nicht so zimperlich sein. Ja, es kann auch gut sein, dass dir mal eine irgendwie die Ohren voll heult. Ja, und jetzt gibt es natürlich auch wieder so Pickups, die sagen, ah, wenn die dir die Ohren voll heult, dann mach eine Ansage. Nein, auf gar keinen Fall. Lass mich in Ruhe. Ja, so, ich bin the man. Ja, hier, no friendzone. Ja, geh von mir. Aber das musst du halt manchmal auch taktisch lösen. Weil du wirst grundsätzlich bei hübschen Frauen nicht immer... Die werden nicht einfach sofort ihren Freund aus dem Handy löschen und mit dir nach Hause gehen, sondern gerade wenn du Preselection halt auch aufbauen möchtest, dann musst du halt gut mit denen sein. Das heißt, kann natürlich auch mal vorkommen, dass die dir mal, was weiß ich, 15 Minuten die Ohren voll heulen. Da sagst du, ja, ich verstehe dich total, das geht mir ganz genauso, ja, stimmt, ja. Aber musst du halt klug sein und es halt mal über dich ergehen lassen, auch eine gewisse Zeit. Und am nächsten Mal kommt sie und umarmt dich und freut sich total, dass du da bist. Ding! Dann möchte ich euch auch nochmal hier zeigen, warum es so relevant ist, dass du eben den Status in ihrem Kopf erhöhst. Dein Status in ihrem Kopf. Ja, weil das ist die Hypergamie. Das ist das Prinzip von Hypergamie. Die Frau hat einen Bezug zu ihrem eigenen Status. Ja, entweder denkt sie, sie ist total die Geile, ja, weil sie die ganze Zeit angeschrieben wird über Tinder, weil alle Männer sie anquatschen auf plump und alle versuchen, an ihr Höschen zu kommen. Und sie hat einen Bezug zu dir und zu deinem Status. Und dann denkt sie sich halt, okay, krasser Typ, total über mir, ja, voll der Hecht, kennt alle Mädels, hat voll was zu melden, krass, Anziehung. Ja, und das ist Attraction, die Differenz von ihrem Status in ihrem Hirn zu deinem Status in ihrem Hirn. Deswegen ist es auch wichtig, dass du zum Beispiel in Gruppen, die sie auch mitbekommt, wo du unterwegs bist, dass du da halt auch respektiert wirst. Wenn du durch die Gegend getreten wirst, wie irgendwie so ein obdachloser Hund, dann interessiert sie sich halt relativ schnell nicht mehr für dich, weil da halt dein Gesamtstatus in ihrem Kopf halt fällt. Aber wie kannst du das System, also das, was ich jetzt hier zeige auf der Folie, wie kannst du das beeinflussen? Also wir haben ja jetzt einige Punkte schon besprochen, die den Status positiv beeinflussen. Aber man kann das natürlich auch ganz, ganz bewusst machen, nämlich mit Game. Und da gibt es natürlich immer die Möglichkeit, deinen eigenen Status zu erhöhen. Und natürlich gibt es auch den Status der Frau etwas zu mindern. Und dabei meine ich natürlich nicht, da kommen jetzt wieder die Feministinnen um die Ecke, oh,
Frau, oh nein, du kannst schon nicht jetzt hier sagen, dass... Es geht ja hier nicht darum, dass man sie, keine Ahnung, entrechtet und irgendwo in eine Küche fesselt, ja? Also diese Dummheit von manchen Feministinnen, die geht mir da halt auch so richtig hart auf die Kimme. Es geht hier einfach nur darum, im Flirtspiel, ja, den anderen ein bisschen herauszufordern, ein bisschen zu verarschen, ein bisschen zu veräppeln und einfach witzig zu sein, ja. Aber sowas wie Witz, ich weiß, das ist nicht so die Nummer von Feministinnen, ja. Guckt euch mal so politisch korrekte Comedians an, das ist einfach nur ein Trauerspiel. Also jede Beerdigung ist da lustiger als das, was da abgeliefert wird. Aussehen und Geld beeinflusst deinen Status. Game wiederum beeinflusst ebenfalls deinen Status. Und Game ist halt hauptsächlich auf Persönlichkeit, Kommunikationsfähigkeiten und so weiter zurückzuführen. Game ist ein unfassbar geiles Tool, um Status zu verändern. Um deinen Status in ihrem Kopf zu verändern. Game ist nichts anderes als Pickup und Dating und Flirt-Skills. Also, um das Ganze jetzt nochmal abzurunden. Alles, was du tun musst, um wirklich super effizient Frauen klar machen zu können. Kurzfristig ist die Arbeit an deinem Game eigentlich das Allerwichtigste. Klar, Aussehen, Geld, das sind schon auch Faktoren, die man jetzt nicht einfach hinten runterfallen lassen darf, aber sie sind nicht so wichtig, weil das Wichtigste ist, dass sie einfach erkennt, dass du einen hohen Status hast und dass in ihrem Kopf dieser Status hochgehalten wird. Game ist Marketing. Game ist, wie verkaufst du dich richtig auf dem Datingmarkt? Darum geht's. Und wenn du halt einer von diesen Losern bist, der die ganze Zeit sagt, nein, es geht nur ums Aussehen, nein, es geht nur ums Geld, ja, die dann sagen, ja, jetzt muss ich erstmal nur mich um mein Aussehen kümmern, erstmal 80 Kilo abnehmen, bevor ich dann anfange, mal eine Frau anzusprechen oder erstmal 2 Millionen zu verdienen, bevor ich anfange, überhaupt eine Frau anzugucken, dann ist das dumm, weil letztendlich musst du dein Leben immer auf mehrere Säulen aufbauen. Also du sollst in deinem Leben halt immer einen Ausgleich hinbekommen, dass eben auch Frauen ein Teil deines Lebens sind. Heißt nicht, dass du sie sofort heiraten musst, aber sie sollten immer vorhanden sein und es ist einfach als maskuliner Mann das Normalste der Welt, dass man halt auch einen guten Kontakt mit attraktiven Frauen haben will. Wenn du jetzt dich nur auf Aussehen konzentrierst und nur auf Geld und das Thema Frauen einfach wegschiebst, ja, weil du frustriert bist, dann wird dir das auf die Füße fallen. Denn deine sozialen Skills werden halt komplett verkümmern. Es ist also unfassbar wichtig, dass man das Thema Frauen mit angeht und dass es einfach zu einem normalen Teil deines Lebens wird. Gerade als normaler, heterosexueller, maskuliner Mann sind Frauen einfach unfassbar wichtig für dich in deinem Leben. Einfach um dich wohlzufühlen und um es zu genießen, um Spaß zu haben. Darum geht's. Kümmere dich also um alle Themen gleich. Teil dein Leben ein, setz deine Prioritäten, aber schaffe einen permanenten Ausgleich. Also wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie Game oder wie Pickup und so weiter funktioniert, wie du es schaffst, dich sowohl um Aussehen und um Geld als auch um attraktive Frauen zu kümmern. Wenn du wissen willst, wie du unter die Top 10% der Männer kommst, sodass wirklich es mit Frauen eine totale Leichtigkeit wird, dass es so leicht wird wie das Atmen, hübsche Frauen kennenzulernen und klar zu machen, dann klick in der Videobeschreibung auf den Link. Da habe ich ein Video für dich gedreht, wo du ganz genau auch herausfinden kannst, wie mein Weg war und was wirklich die relevanten Punkte sind, mit denen man Frauen ultimativ klar machen kann. Da klickst du einfach drauf und dann sehen wir uns. Bis bald. Mach's gut, dein Marcel. Was willst du? Bist du kaputt in deinem Kopf?